Tonika, Subdominante und Dominante. Das sind die Hauptfunktionen in der Funktionstheorie. Und dann gibt es auch noch Nebenfunktionen. Das sind die Parallele und der Gegenklang. Plus audiocheck.tv. Ich bin Martin. Hallo. Warum heißen die Nebenfunktionen so, wie sie heißen? Ganz einfach, weil sie sich von den Hauptfunktionen ableiten und daher sozusagen nur Nebenprodukte sind. Da wäre einmal die Tonika-Parallele. Das ist in Dur-Tonleitern der Dreiklang, der eine kleine Terz unter der Tonika liegt. Direkt zu Beginn schon mal merken, Parallelen liegen immer eine kleine Terz vom Ursprungsakkord entfernt. Ganz wichtig. Eine kleine Terz unter C-Dur ist A-Moll. Die Parallele eines Dur-Akkords ist nämlich immer Moll. Gegensätze ziehen sich an und so weiter. Wichtig zur Kontrolle, parallele Akkorde haben immer zwei gemeinsame Töne, in diesem Fall C und E. Kurz zur Beschriftung, ein großes T, weil die Tonika ein Dur-Akkord ist, und ein kleines P, weil die Parallele Moll ist. Das ist einfach so festgelegt, dass Dur einen Groß- und Moll einen kleinen Buchstaben bekommt. Dann gibt es die Subdominant-Parallele, eine kleine Terz unter der Subdominante. Das ist hier also D-Moll. Auch hier gibt es zwei gemeinsame Töne, nämlich F und A. Und die Dominant-Parallele, eine kleine Terz unter der Dominante. E-Moll, gemeinsame Töne G und H. Kurz zum Selberdenken, wenn wir von einer Tonika F-Dur ausgehen, wie hieße dann die Parallele? Richtig, D-Moll, eine kleine Terz runter, zwei gemeinsame Töne, das passt. Warum geht aber nicht einfach mal eine Bewegung in die andere Richtung, nach oben? Von C-Dur aus landet man mit einer großen Terz dann bei E-Moll. Auch hier gibt es wieder zwei gemeinsame Töne, E und G. Wenn die Bewegung wie hier nach oben geht, nennt man den erreichten Akkord Tonika-Gegenklang, groß T, klein G. Und der Gegenklang ist immer eine große Terz vom Ursprungsakkord entfernt. Am besten auch einfach mal merken. Jetzt gerne einmal kurz das Video pausieren und darüber sinnieren, wie der Gegenklang von F-Dur heißen könnte. Richtig, A-Moll, kleine Terz hoch, zwei gemeinsame Töne A und C. Die Nebenfunktionen in Moll, das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen verwirrend. Die Richtung von Tonika, Parallele und Gegenklang ist in Moll nämlich genau umgekehrt wie in Dur. Die Tonika, Parallele ist also weiterhin eine kleine Terz entfernt, aber eben aufwärts. Und der Tonika, Gegenklang geht eine große Terz abwärts. Parallele aufwärts, damit landen wir bei S-Dur, kleines T, großes P. Und Gegenklang abwärts, As-Dur, kleines T, großes G. Und es wird deutlich, noch etwas ist umgekehrt, Parallele und Gegenklang eines Moll-Akkordes sind dann automatisch Dur. Das ist wieder das mit den sich anziehenden Gegensätzen. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das allerdings doch ziemlich logisch. Der Gegenklang von As-Dur, geht dann ja wieder hoch, ist C-Moll. Und wie eben festgestellt, ist der Gegenklang nach unten von C-Moll As-Dur. Und nochmal gucken und staunen, Parallele von C-Moll war S-Dur. Und die Parallele von S-Dur ist natürlich C-Moll. Das sind doch ziemlich wechselseitige Beziehungen. Nochmal selber denken, der Gegenklang von F-Moll lautet dann eine große Terz abwärts, Des-Dur, zwei gemeinsame Töne, wunderbar. Und die Parallele von F-Moll, jetzt eine kleine Terz aufwärts, das sollte dann As-Dur werden. Jetzt wird es leider nochmal komplizierter. Es gibt nämlich drei bzw. sogar vier verschiedene Arten von Molltonleitern. Und da ergeben sich dann entsprechend auch unterschiedliche leitereigene Dreiklänge, einfach weil die Halbtonschritte teils an unterschiedlichen Positionen sitzen. Es hängt also davon ab, welche Art von Moll man verwendet, wo dann die jeweiligen Funktionen zu finden sind. Bei der Tonika ist das noch nicht so dramatisch, denn der Anfang der Tonleiter ist bei den Molltonleitern eigentlich immer gleich. Nur danach geht dann so ein bisschen das Chaos los. Nehmen wir beispielsweise mal natürliches Moll. Wenn die Subdominant-Parallele abwärts geht, landen wir auf einem verminderten D-Moll-Akkord. Das ist nicht gut, also aufwärts As-Dur, schon besser. Hier ist die Subdominant-Parallele übrigens gleichzeitig der Tonika-Gegenklang, kann schon mal vorkommen.
Die Dominant-Parallele hingegen geht ganz normal nach unten. Man muss also immer ganz genau gucken. Bei melodischem Moll ist es anders. Hier geht die Subdominant-Parallele runter, da entsteht nämlich ganz normales D-Moll, nichts Vermindertes mehr, einfach wegen der anderen Vorzeichen. Dafür liegt das Problem jetzt bei der Dominant-Parallele. Wenn die abwärts geht, entsteht ein übermäßiger Akkord. Aufwärts geht auch nicht, das wird ein verminderter Akkord. Wir müssen uns für einen entscheiden und die Differenz einer kleinen Terz zum G herstellen. Wir können zum Beispiel B-Dur draus machen oder unten S-Dur, sind aber zugegebenermaßen wirklich keine brillanten Lösungen, denn die Akkorde haben jetzt nur noch jeweils einen gemeinsamen Ton mit dem Ursprungsakkord. Parallelen haben, wie vorhin gesagt, ja aber eigentlich immer zwei gemeinsame Töne. Wir sehen also, in Moll kommt die Funktionstheorie dann eben doch auch mal an ihre Grenzen. Vor allem aber sehen wir, man muss wirklich immer auf den Einzelfall schauen. Und immer an die beiden Hinweise denken, eine Parallele liegt immer eine kleine Terz vom Ursprungsakkord entfernt, egal in welche Richtung, und ein Gegenklang liegt immer eine große Terz entfernt vom Ursprungsakkord. Das ist als Kontrolle immer sinnvoll. Soweit die Nebenfunktionen Parallele und Gegenklang, die doch stärker miteinander verknüpft sind, als man im ersten Moment vielleicht so denkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald bei plusaudiocheck.tv.